C. Bechstein, also Karl Bechstein, steht für High-End-Instrumente im Konzertbereich und für 165 Jahre Instrumentenbaukunst. Matthias König ist Produktionsleiter der C. Bechstein-Manufaktur in Seffenersdorf. Er ist verantwortlich für 18.000 Quadratmeter Produktionsfläche, verteilt auf 4 Etagen. Im Klavier- und Flügelbau läuft auch heutzutage noch ein Großteil des Herstellungsprozesses in Handarbeit ab. Deshalb sind die insgesamt 188 Mitarbeiter in dieser Manufaktur das wichtigste Gut. Wie schafft man es also, den Produktionsprozess für die Mitarbeiter logisch und auf diese Weise effizient zu gestalten? Der Leitspruch für die Mitarbeiter in dieser Firma lautet Sehen und Verstehen. Und deshalb haben sie sich vor 5 Jahren für ein Logistik- und Produktionssteuerungskonzept namens Kanban entschieden. Bevor wir zu Kanban kommen, schauen wir uns die Produktion eines Bauteils an, das zwar klein, aber enorm wichtig für den Klang der Klaviere und Flügel ist. Es geht um den sogenannten Hammerkopf. Bechstein stellt nun seit bereits 4 Jahren dieses wichtige Bauteil selbst her. Zunächst kommen die fertig zugeschnittenen Holzkerne aus der CNC-Bearbeitung. Ihnen wird per Laser auf einer Seite Ihre zugehörige Nummer und auf der anderen Seite das Logo der Firma eingraviert. Währenddessen wird der Filz eingeleimt und ein Unterfilz wird mittig aufgeklebt. Holzkerne und Filz werden in der Pressmaschine zusammengefügt. Zum Schluss werden die Hammerköpfe noch einmal abgeschliffen. Die Teile werden getrennt und in ihren Behälter gelegt. Das Konzept von Kanban erkennt man bei C. Bechstein in 3 wesentlichen Teilen. Der erste Teil ist der Kanban-Behälter. Seine Größe ist genau auf einen Klavier- oder Flügelsatz der Hammerköpfe angepasst. Die Menge der Behälter im Umlauf und im Sicherheitsbestand ist genau berechnet. Außerdem haben die Behälter eine farbige Markierung, durch die man auf den ersten Blick sieht, um welche Produktionsreihe es sich handelt. Blaue und weiße Behälter sind befüllt mit Teilen für die beiden Hauptreihen der Produktion in Seffenersdorf. Alle mit einer grünen Markierung werden an das Schwesterwerk in Hradec-Králové geliefert. Die leeren Behälter werden zurückgeliefert und in der Produktionsabteilung neu befüllt. Ein permanenter Informationsaustausch über benötigte Mengen kann weggelassen werden. Die Anzahl der neu zu befüllenden Behälter sagt aus, wie viel und was zu produzieren ist. Neben den Farben kann man wesentliche Merkmale der Hammerkopfsätze, die für diese Behälter vorgesehen sind, ablesen. So kommt es zu keinen Missverständnissen. Der zweite Part von Kanban ist die sogenannte Kanban-Karte oder Begleitkarte. Sie wird in den Kanban-Behälter gelegt und enthält viele detaillierte Informationen. Wer also wissen möchte, welchen Maßen, Gewichten und Materialien genau dieser Hammerkopfsatz entspricht, nimmt sich diese umfangreiche Informationskarte zur Hand. Ihr Weg ist in dieser Abteilung aber noch nicht zu Ende, denn der fertig befüllte Kanban-Behälter wird inklusive Karte nun in die technische Abteilung Klavierproduktion transportiert. Hier werden die Hammerköpfe den Behältern entnommen und mit Stielen versehen. Der Hammerkopfsatz wird eingebaut und für den Feinschliff im Klang wird der Filz durch mehrfaches Einstechen aufgelockert. Die Kanban-Karte wird hier zu den Begleitkarten aller anderen Teile des Klaviers geheftet und es entsteht ein Begleitheft mit allen Informationen über die Bauteile des Klaviers. Auf den dritten und letzten Part von Kanban treffen wir in der Klavierproduktion. Das Steuerbord bildet das Herz der Produktion. Es veranschaulicht den gesamten Prozess, organisiert und strukturiert. Auch hier gilt wieder Sehen und Verstehen als wichtigster Grundsatz für die Mitarbeiter. Uns ist es ganz wichtig, dass unsere Mitarbeiter in dem Logistikprozess wissend eine Rolle spielen.
Das heißt, wenn wir manuell, wie zum Beispiel unsere Steuerboards, mit Magnettechnik haftende Logistikorganisationen im Betrieb haben, haben wir den großen Vorteil, dass jeder Mitarbeiter mindestens 2, 3 Arbeitsstationen vor seinem Arbeitsplatz und mindestens 2, 3 Stationen nach seinem Arbeitsplatz mitdenkt und die Produktion mitgestaltet. Jeder erkennt genau, an welcher Stelle der Produktion er sich befindet. Wenn ein Mitarbeiter mit seinem Instrument fertig ist, nimmt er den betreffenden Magneten und rückt ihn direkt in die nächste Station. Man sieht auf einen Blick, wo zu viel oder zu wenig produziert wurde. Denn die schraffierte Fläche zeigt, wie viele Instrumente auf Vorrat behalten werden sollten, um einen gleichmäßigen Produktionsfluss zu erreichen. Die Nummern der einzelnen Arbeitsstationen bilden eine Art Countdown, in wie vielen Tagen das Instrument frühestens fertig sein wird. Mit diesen 3 Hilfsmitteln aus dem Steuerungskonzept von Kanban wird bei C. Bechstein also sichergestellt, dass die Mitarbeiter auf einen Blick über alle nötigen Informationen verfügen. Wenn jeder der Mitarbeiter funktioniert, dass in der Linie, das heißt also Reihenfolge stabil gefertigt wird, dann bekommt man ein Verständnis bei der Belegschaft hin, das dazu führt, dass die Produktion einfach ein kleines Stück besser wird. So kann auf dem Weg zum fertigen Instrument nichts mehr schiefgehen.